Eine Endbrust, ein Opti-Grill und ein Fleischthermometer. Material vollzählig angetrieben? Alles da, Chef. Gut, ich bin auch soweit. Fangen wir an. Ja, bevor die Entenbrust hier auf dem Opti-Grill landet oder hinflattert, müssen wir die Entenbrust noch ein bisschen vorbereiten und klar machen. Und zwar geht das dann folgendermaßen. Wir schneiden jetzt hier sachte in die Haut, versuchen die Schnitte nicht zu tief zu machen, sondern dass sie nur ganz knapp bis übers Fleisch gehen. Und dann wenden wir die Entenbrust gleich und dann schneiden wir auf die andere Seite auch noch so entsprechende Muster rein, dass da so schöne kleine Rauten entstehen. Ja, komm, laber mich nicht zu. Scheißegal, ja, es ist mir scheißegal, was du kochst. Hauptsache lecker. Ja, und nun kommt unser Fleischthermometer zum Einsatz hier. Und 19 Grad aktuell die Temperatur. Hier bei dem Fleischthermometer erstmal die Kappe abziehen. So, und dann die Messsonde kommt dann jetzt in die entsprechende Stelle bei der Entenbrust. Und zwar stechen wir die Sonde jetzt in die Mitte von oben rein. Ungefähr bis zur Mitte der Entenbrust. So, genau so sieht das dann aus. Noch ein bisschen rein. Ja, und Zieltemperatur sind dann hier nachher, damit es so schön auch noch medium ist. Ja, das kann man nicht sehen. Also jetzt sind es 14 Grad im Fleisch und Zieltemperatur sollen dann 65 Grad sein. Ja, jetzt kommt der Opti-Grill. Den stellen wir auf das Steak-Programm und lassen ihn dann entsprechend vorheizen. Und wenn er die Temperatur erreicht hat, dann piepst er. Und dann legen wir unsere Entenbrust, natürlich präpariert hier mit dem Sensor hier für das Fleischthermometer. Ja, und dann lassen wir die ganze Sache mal starten hier. Dann wird erstmal die Dicke berechnet. Der Opti-Grill sagt warten, Dicke wird berechnet, warten. Ja, und dann beginnt dann gleich schon der Garvorgang. Und dann gucken wir immer so hin und wieder mal aufs Fleischthermometer. So aktuell sind es jetzt entsprechend noch 14 Grad und wenn wir dann 65 haben, dann ist die Entenbrust fertig. Ja, da haben wir schon gleich hier 64 Grad Kerntemperatur erreicht und gleich nochmal hier 65, zack, und jetzt ist die Entenbrust auch fertig. Heißt, ich kann sie vom Opti-Grill runternehmen hier mit einer Zange und lege sie dann erstmal zum Ruhen auf einen Teller. Na, wo ist der Teller? Da steht er. Und mit der anderen Hand, so genau. Und legen wir sie erstmal auf den Teller und nehmen die Sonde raus und lassen sie für 5 Minuten ruhen. Ja, und da ist sie, unsere wunderbar gegrillte Entenbrust auf dem Opti-Grill. Ich finde, sehr gut gelungen. Schöne Röstaromen oben auf der Haut drauf und das sieht echt appetitlich und lecker aus. Und nun wollen wir mal die Entenbrust mal anschneiden. Das machen wir so ein bisschen schräg. Jo, und dann schneiden wir sie mal in der Mitte durch und schräg an, um zu gucken, wie sieht denn das Fleisch von innen aus. Und schaut da, wunderbar rosa, zartrosa, 65 Grad Kerntemperatur erreicht. Und das sieht schon echt gut aus. Ja, also nochmal ein bisschen näher ran, wunderbar. Wie gesagt, 65 Grad Kerntemperatur. Als Kontrollmittel hatte ich mir einen Bratenthermometer entsprechend in die Entenbrust gesteckt. Ja, und den Opti-Grill auf die Steak-Stufe, also das Automatikprogramm Steak, eingestellt und dann das Ganze schön gegart. Jetzt schneiden wir die noch so ein bisschen in Scheiben, die Entenbrust, und jetzt könnt ihr sie genießen auf dem Salat. Ich hatte hier an dieser Stelle einen Lachs-Gurkensalat gemacht und dann ein bisschen Lavasalz drüber gestreut und ja, schneiden wir es alles schön hier in Streifen. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch noch mit Rotkohl und Kartoffelpüree essen oder auf dem Sandwich oder auf dem Baguette damit machen. Mit ein bisschen Salat, ein bisschen Käse, ein paar Tomaten vielleicht noch bei und eine gewisse Soße dann auch selbst machen oder hier fertig kaufen. Und schon habt ihr eine sehr leckere Mahlzeit zubereitet. Ja, und jetzt kommen wir noch ein bisschen hier Foodporn an dieser Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao Kakao, ade Kamillentee. Ja, und immer schön lüften mit der dummen Abzugshaube. Ne?